Mit einer kleinen Fahrprüfung nahe des Wolfgangsees startet die zweite Tagesroute der ADAC Moto Classic 2019. Auf kurvenreichen Straßen steuern die Teilnehmer wieder in die unberührte Natur. Das Salzkammergut ist eine sehr schöne Landschaft für diesen Zweck. Man hat die Kombination von Bergen und vielen Seen. Da drin liegen schön geschwungene Straßen. Man kann gut abseits des Verkehrs fahren und das ist ganz entscheidend für das Oldtimer-Wandern. Egal, ob mit zwei oder mit vier Rädern. Die erst kürzlich eröffnete KTM Moto Hall lädt ein zur Wanderpause. Die Ausstellung eine willkommene Inspiration für die Oldtimer-Liebhaber. Wir haben echt bis zu 1953 zurück die Historie eben von KTM. Ein paar hundert Meter von hier ist auch das erste KTM-Bike vom Band unter Anführungszeichen gefallen. Ja, da ist natürlich für alle was dabei. Die Wolken werden dichter und der Regen setzt nun endgültig ein. Für die Teilnehmer werden die letzten Kilometer zur echten Herausforderung. Wenn man losfährt im Trockenen und der Regen kommt, dann ist es einfacher, als wenn es regnet und man fährt los. Und damit ging es. Also es war ja absehbar, dass das heute so wird. Die Streckenführung ist nach wie vor wieder super. Und wäre natürlich nicht schöner mit Sonne, aber man kann es sich nicht aussuchen. Vor der Trinkhalle in Bad Ischl ist es geschafft. Trotz schwieriger Bedingungen meistern die Zweiradliebhaber die 179 Kilometer lange Tagesroute.